Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Arma 3 hier auf PC Bornholm live mit den Erwin und dem dicken Rohr. Dem Achim. Mit dem langen Rohr. Sieht nicht schlecht aus, muss man lassen. Pack mal aus. Also jetzt nicht das Rohr, sondern so, zack, einmal. Eine nachgeladen und wir haben 45 Schuss. Also es sieht aber aus wie halbautomatisch. Waren jetzt drei Schuss. Irgendwie einer, oder? Warte mal, ich kann doch bestimmt auch auf. Können wir gleich auf Einzelfeuer schalten? F. F ist durchschalten. Ja. Das ist wirklich geil. Jetzt Dauerfeuer. Irre, das Teil. Eine Spitze gefunden. Müsste halt mal. Na gut, bräuchte was zum Ausprobieren. Einfach mal so eine billige Gebrauchtwagenknarre kaufen. Einfach mal draufhalten, was du triffst aus 100 Metern oder so. Oder ist das. Jetzt das Tracer-Munition. Noch mehr. Da gibt's halt auch keinen Scope dafür, ne? Ich hab dir hier zwei Scopes reingelegt. Musste mal probieren. Mein LKW? Ja, und dein LKW. Nee. Nicht. Gut, das geht. Geht. Ah ja. Das ist ja 300 Meter und das bestimmt. Gucken, ob ich da was treffe. Ich gehe einfach mal drüber auf die Mauer. Und sehe krass. Das ist sehr schön. Mal ins Feuer. Sehe ich hier kein Einschussloch? Mauer probieren. Ah, sie ist mindestens ein Schuss. Schön. Da hinten. Die AR-10 schießt 7,62 Millimeter. Die hatte West. Die hat mir nicht so gefallen. Probieren wir mal die RRA aus. Also ich muss sagen, das Ding ist trotz alledem verdammt präzise. Ja, ne, gut, was hast du vor uns gesagt? 100 Schuss? Jetzt hat's 45? 45 hat's. Immer noch viel mehr wie alle anderen, bis wenn die nachladen. Aber für Maschinengewehr da eigentlich absolut Schwachsinn, oder? Ja, was ist Schwachsinn? Ist halt ein bisschen kleiner. Aber Schwachsinn das ist. Das, was du hast, ist kein LMG. Ja, doch, den Aufbau halt so. Ist halt nur ein kleines Magazin. Das ist kein Trommelmagazin. Achso. Halt ein Risches. Was du jetzt? Ach, du hast ja dieses 16-Verschnitt. Sollst du in einem 16-Verschnitt noch stellen? Das ist echt das Problem, Alter, dass du auch die Magazine ja alle Inseln herstellen musst. Ich meine, klar, die Magazine rammeln bei Weitem schneller durch wie die Waffen, aber. Halleluja. 5,56 sind das hier. Wenn es nicht ja jedes Mal so lecken würde. 5,6 ist guck mal, was da für eine alte da drauf ist am Ende. Siehst du ich das an der Schulter? Naja, aber was soll das für eine sein? Das ist ja Anime-Scheiß, genau. Ne? Ja, gut, das ist am Ende nicht mehr. Aber das hat ein gutes. Die musst du gleich mal ausprobieren. Bin ich vergessen. Die ist echt nicht verkehrt. Ja, dann. AK. Das ist die AK, die habe ich im Haus schon liegen. Die hört sich von der Geräuschkulisse her gar nicht so verkehrt an. Das Geile ist, wenn du mit der schießt, da geht wirklich recht an der Seite der. Keine Ahnung. Zug. Der schwippt wirklich schon. Verschluss. Der Verschluss, genau. Verzug, Schluss, was ist das Gleiche.
Ist ja AK-74. Aber was zur Hölle ist ein MRC in die Stethoscope? Das passt nirgendwo dran. Ach du Scheiße. Ja. Gut, das Visier ist auch nicht so verkehrt. Welches, was hast du gesagt? Visier, was hier drin liegt, oder was? Jetzt ich habe ich gerade auf der Waffe drauf, oder? Jetzt so. Du hast zwei, also man, du hast dieses Delph-Scope, keine Ahnung, was das sein soll, und das Triton ARCO, und dann gebe ich dir noch eine Waffe hier mit rein. Triton passt schon mal nicht. Das Delph passt auch nicht. Und das andere ist von deiner Chesterfield da. Richtig, passt auch keins. Oder haben wir jetzt eins ausgelassen? Gibt es noch mehr? Ne, Delph, ne, sind Triton. noch zwei drin. Doch, hier gibt es noch PKS, AS. Gibt es noch? Echt wohl. Ja, Oben oder Spaßschrauben. was? Am Anfang mit oben. Ob ich das draufschrauben kann. Ah, wo ist es hier? Ja, das passt drauf. Das soll angeblich das SOS sein mit Nachtsichtvisier. Das Rotpunkt. Ein cooler Rotpunkt. Scheint daneben. Ach, und wenn du es verzerrst, geht der Strich um mit zur Seite. Kann ich da mal drücken oder plus? Ah, bei plus geht er nochmal ein Stück daran. Schönes Ding. Gut, Glock 19. Ich denke, es gibt noch eine Glock 18. Sowieso sieht nicht. Ist Glock nicht Österreich? Hey, das ist nur ein Schreibfehler. Oh, okay. Da unten Ah, drunter ja, hast du Glock ja. 18 Magazine, ich weiß, deswegen frage ich ja. Fünf Waffenkomponenten, so eine scheiß Pistole, okay. Ja, 10 hat's dir ja jetzt schon, ne? Jo. Fehlt nur noch die CZ805A2. Kimber Knight Rodeo. Geil, die kannst du doch, jetzt kannst du auswählen, PK. Ach, das ist dieses PKS Nightscope, wie ich es hier verstehe. Alter, die hat einen Rückstoß. Gut, hat er kaum Munition, davon abgesehen. Waffenkomponenten nachladen. Ich hätte ja noch. So viele Waffenkomponenten wie wir haben, Alter. Oh, nochmal. Ach, da kannst du ja wirklich mal eine komplette, also ein LKW, da kannst du deine komplette Crew sowas von ausrüsten. 7 Schuss sind das, okay. Volle Armee. So, ich baue nochmal die. Soll ich eiskalt bringen hier? Wir sollen so Channel News raushauen, ja, hier Waffenverkauf vor der Hauptstadt. Maschinengewehr, Snipergewehre, von klein bis groß, für jeden Geschmack ist was dabei. Kommen Sie, staunen Sie, zahlen Sie. So ungefähr. War der perfekte Verkäufer, ey. So, hergestellt. Ich dachte schon, Spiel aufgehangen. Dann hätte ich dazu gerne ein Magazin A56. So. Jetzt gucken wir mal, was da drauf passt. Wenn ich schon vielleicht mal Gut, auf ganz das ehrlich, das bin. Go verstehe ich nicht so wirklich, aber. Ja, das ist so ein bisschen daneben, ne? Aber das ist ja egal. Hat er das Redfield rausgenommen, oder? Nee. Geht nicht. Das geht auch nicht. Triton geht. DCZ ist jetzt nichts Besonderes. Habe ich mal gerade hergestellt. Du bist viel. Schießt ja bloß mit 556. Ja, das ist eigentlich mit das Effektivste gesagt. Die AR-10 halt noch, den Bild. Alter! Was ist los? Laut! Echt laut, ne? Die kleine Knifte ist so laut. Ja, dann schmeiße ich die erstmal da raus.
Einen LKW. Also für die RPK brauche ich 160 Waffenkomponenten. Und ich kann aber nur 140 tragen. Ihr müsst einen Werkzeugkasten oder sowas rausnehmen. Ich habe in den Rucksack nichts drin. Doch, muss, weil ich habe es ja auch hergestellt. Ja, aber ich habe wohl einen anderen Rucksack wie du. Ich lasse du. In meinen Rucksack passen 140 Items rein, Seesack, MTP. Ah, na, du kannst sie ja rausnehmen, die liegt dann drin. Jetzt jede Waffe eben mal hergestellt. Ja, wie kann ich denn auch mit Plus und Minus, oder? Ja. Ich habe oben keine Anzeige. Darf sich im Sim sein. Ach so, nee, du meinst das Wegdings plus minus, also Bild auf, Bild ab. Ja. Halt schon richtig, ne? Mit den Bäumen treffen. Ich frage mich, was diese Stealth Scope sein soll, aber zu was zu verwenden gab es da jetzt ohne. Cool, wenn die Mumpeln dann ausplatzt. Außerdem sieht es übelst geil aus, wenn du es auf dem Rücken trägst. Waffe hat keiner. Fällt halt auf, ich sag. Ja, wieso ist ein Es gibt ja Stock? auch noch im PvP-Gebiet oben, spawnen ja auch jede Viertelstunde oder glaube jede halbe Stunde. Ich glaube, jede halbe Stunde spawnt da ja eine Kiste, also so ein Kistenabwurf. Da können auch Waffen drin sein, Waffen, die du auch nirgendwo zu kaufen kriegst. Eine Desert Eagle zum Beispiel und sowas, das ist zum Beispiel auch nicht schlecht. Da müssen wir später mal, können wir im Let's Play auch mal zeigen, wenn mal eine da ist, auf Jagd gehen. Sieht man die auf der Karte dann? Ja, das wird in der Karte als Kreis markiert. Ist quasi so wie damals, wie wir das hatten, wie hieß das? Strandgut, ja. Strandgut, genau. Guck gerade mal, bin da. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt hoch ins PvP-Gebiet scrollst, hast du da in den roten Ding einen schwarzen Punkt. Also einen schwarzen Kreis. Und, ach ja, da in Und dem in den Gebiet. Umfeld ist die komische Kiste, ja. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg, ja. Ist es automatisch weg oder hat es jemand eingesammelt? Kann sein, dass es jemand eingesammelt hat oder es ist despawned. Also, da wollen wir gerade mal dabei sind, wir zahlen ja jetzt hier Waffenkomponenten ein. Am Preis ändert sich natürlich, also am Verhalten ändert sich natürlich nichts. Jetzt gucken wir mal, was die Datenbank ausspuckt. Und die Datenbank sagt, es sind null Waffenkomponenten im Umlauf. Irgendwo gehen. Jo. Da ist nicht drin. Jo. Das Logischste ist einfach. Beim Waffenhändler? Aha. Also, oder die Rebellen kurven sowas auf. Aber das glaube ich eher nicht, weil der Waffenhändler ist eigentlich der, der dann wieder zusammenbaut oder so. Und das wäre dann auch legal. Die Waffen herstellen ist ja nur illegal, du Richtig. sagtest. Das wäre dann komplett ein legaler Weg. Problem ist nur, wenn ich mich mit dem LKW anhalte, mit so viel illegalen Waffen. Zahle ich mein Leben lang ab, wahrscheinlich. Schauen wir. Aber da das um die Uhrzeit ja eh irrelevant ist und wir hier in einem, ich nenne es mal, ja, bildungsfreundlichen Auftrag unterwegs sind, wird das auch nicht passieren. So, jetzt haben wir alles mal hergestellt, bis auf die eine Pistole, weil die ist scheiße. Das heißt, ich tue jetzt hier das Magazin rein, tue die Waffe hier rein, das rein. Das heißt, wollen wir zur Sicherheit erstmal zu meiner Hütte fahren und alles einlagern und dann zum Waffenhändler runter, weil in einer Stunde ist ja auch nicht dort. Können wir machen. Gut, dann müssen wir einmal nach Rekurgebiet. Ui, die Sorge. Welche habe ich jetzt überhaupt? RRA-La. Jo, 556. Ist geil. Eigentlich sieht die auch geil aus mit dem Zweibein und so. Wo ist deine Bude eigentlich? Ne, Marktplatz. Das Geilste. Tino seine Hütte halt, was kann ich dafür? Boah. Ne, ich muss gerade mal gucken hier. Warte kurz. Was ist denn eigentlich diese Pomia Base? Was ist das? Keine Ahnung. Fahr vor. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ach ne, ich habe bloß Luftlinie.
5 Kilometer von hier. Ja. So, das ist ja hier unten gleich. Ja, ich mach einfach mal hier einen Punkt. Da lang, auf. Ja. 5,3 Kilometer, sagt er mir. Hm, ist lang. Na gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, sind wir erstmal für den Part wieder durch. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wie wir das erstmal wieder einlagern. Und wie wir dann halt noch versuchen, ein paar von den Dingern loszubekommen. Ich danke und bis morgen. Tschüss. Tschüss.